Ja, man kann hier halt alles überspringen. Und ich fall direkt. Okay, nächster Versuch. Kein Bock mehr. Hallo zu meinem nächsten letzten Test, und zwar Super Mario Bros. 2. Außerhalb von Japan bekannt als Super Mario Bros. The Lost Levels. Das Spiel kam nicht außerhalb von Japan raus, weil es als zu schwer empfunden wurde. Und wurde dann erst 1993 für Super Mario All-Stars veröffentlicht, oder in Super Mario All-Stars veröffentlicht. Aber als Remake-Version. Das originale Spiel kam 1986 für das Disk-System raus, also das NES-Disk-System, beziehungsweise das Famicom-Disk-System. Und dort musste man halt eine Diskette einlegen, statt einer Cartridge, die man da einlegen musste. So. Jetzt glaube ich, ich habe einen One-Up verpasst, kann das sein? Hier ist nichts drin, außer so ein dunkler Pilz, der einen wieder schrumpft, beziehungsweise, ja, genauso, beziehungsweise auch tötet. So, das, so hier ist wieder ein Pilz drin, den nehme ich natürlich mit. Okay, ich komme jetzt wieder ein bisschen in die Steuerung rein. Ich hatte vorhin schon mal einen Versuch. Bin schon beim zweiten Level dann gestorben. Deswegen habe ich einfach nochmal neu angefangen. Ich sehe auch, dass ich die Aufnahme gar nicht gestoppt habe. Deswegen. Ich jetzt nicht weiß, wie lange die geht, aber ich glaube bei 8 Minuten ungefähr. Okay, hier muss ich unten durch. Das habe ich vorhin besser hinbekommen. So, hier kann man abkürzen. Ich mache es jetzt einfach mal nicht, auch wenn das der Grund ist, warum ich letztes Mal gestorben bin. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal, aber ich will jetzt echt hier nicht abkürzen. Das wäre schon ziemlich lame. Ah. Gut. So, das ist auch fies. Warum kam denn da jetzt zwei Plattformen? Okay, dass da zwei Plattformen kommen, ist ziemlich verbuggt. Zumindest war es letztes Mal nicht so. Und zwar bin ich dann einfach hier reingefallen. Ich bin etwas zu weit gesprungen. So, diesmal aber nicht. So. Und auf geht's zu Level 3. Aber ich muss schon zugeben, dass das Spiel schwieriger als der Vorgänger ist. Ich habe es schon mal komplett durchgespielt, also bis auf diese Sternwelt, weil das irgendwie nicht funktioniert hat. Wo, was war das denn? Ach Mist. Das war unrettbar. Was man das so nennt. Okay, hier ist hundertprozentig ein Power-Up drin. Bitte, bitte, bitte! Ja! Okay, ich lasse den erstmal verschwinden. Tschüss. So, hoffentlich. Okay, das beim ersten Versuch jetzt zu schaffen, wäre schon krass. Und ich schaffe es tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Wie man sieht, das Spiel ist ziemlich ähnlich zum Vorgänger. Und zwar, es wurden eigentlich nur die Texturen verändert, soweit ich weiß, und natürlich die Level. Ach, jetzt ist hier eine Blume drin, das ist gut.
aber ich komme nicht ran. Also ich würde rankommen, aber das ist mir zu riskant. Ich lasse es einfach. Oder? Ah, jetzt bin ich sowieso zu weit. Nein! Aber das ist nicht so eine Burg, wo man dann wissen muss, welche Wege man nimmt, oder? Okay, das lasse ich nochmal durch. Das auch. Hä? Seit wann ist es denn verboten, die Blöcke zu berühren? Das ist mir noch... Scheiße. Ja. Oh, ich muss von ganz... Ist es schon der Anfang? Ist es noch der Anfang? Ja, ich muss vom Anfang an anfangen. Okay. Riskante Aktion, aber es hat funktioniert. Nicht schlecht. So, diesmal kann ich das auch ein bisschen schneller machen, weil ich das Level schon im Ansatz kenne. Aber den gleichen Fehler mache ich trotzdem. Ey, was mache ich? Ich war mit der Situation leicht überfordert. Ah, gut. Perfekt. Ja, wenn man ein großer Mario ist, kann man dann natürlich einfach durchrennen. Aber das Privileg hatte ich jetzt nicht. So, Welt 2. Ach, so eine Fischwelt wieder. Ich habe das Spiel sogar schon zweimal durchgespielt, aber einmal mit Shortcuts und einmal ohne. Die Shortcuts weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber der Move ist mir neu, das habe ich noch nie geschafft. Dass man da so hoch springt. Wahrscheinlich wird dann das resettet und man springt nochmal höher. Ich glaube, ich habe das System ungefähr verstanden. Gib den Stern. Ans Wasser darf man nicht fallen, ne? So. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft. Diese Steuerung. Aber ich habe ein Continue. Oh, nice. Hat man drei Continues oder nur einen? Das weiß ich jetzt nicht. Hat man zwei? Keine Ahnung, ich rate einfach nur. Zack. Komm. So, diesmal mache ich das ein bisschen besser, hoffe ich. Hey, diesmal springt er weiter, oder wie? Einfach durchrennen. Jetzt muss ich herausfinden, wo ich bin. Dort. Ja, wenn man rennt... Wenn man im Rennen abspringt, kommt man weiter. Okay, hier kann man sich den Level mal angucken. Falls es wen interessiert, also... Scheiße. Oh Mann. Bitte lass mich nicht. Ja, okay, gut. Der Fortschritt ist also gespeichert. Böser Pilz, du gehst weg. So meinte ich das. Wenn man einen Anlauf nimmt, dann kommt man hier deutlich weiter. Ich sollte aufhören damit. Ist hier vielleicht irgendwas drin oder so? So, ich mache das jetzt trotzdem nochmal. So, jetzt stopp. So, das ist gut. Das hätte ich jetzt schon mal geschafft. Level 2-1 abgehakt. Ja, der Game Over wäre jetzt natürlich traurig, aber... Naja.
Kommt da eigentlich jedes Mal so ein Koopa? Oder wie heißen die? Fliegende Koopas, genau. Ja gut, ich sag's mal so. Game anscheinend drei Continues zu haben. Aber man muss immer bei der Welt davor anfangen, deswegen mache ich Schnitt. Habe ich vorhin gesagt, man muss bei einer Welt davor anfangen? Ich meine natürlich am Welt an Anfang der Welt. Ich habe 2-1 geschafft. Diesmal ging es wesentlich besser beim ersten Versuch direkt. Hab den Stern auch mal mitgenommen bis zum Ende, also so lange bis er gehalten hat. Ja, okay. Einfach durch. So. Ah, fies. Gut. Die Münzen sind eigentlich vollkommen irrelevant. Man kriegt sowieso höchstens einmal die 100 voll und das war schlecht. Und ich muss wieder direkt vom Anfang anfangen, das gibt's nicht. Ach, bitte! Ich glaube, jetzt weiß ich, warum das nicht außer von Japan rausgekommen ist. Mir erschließt sich jetzt langsam. So. Ja, toll. Geh weg. Tschüss. Ach Mann, dieser Sprung. Ja, toll, von wo soll ich jetzt? Ach, diese Gumbas. So, nach 4 Continues habe ich es auch mal geschafft, wieder in dieses Level zu kommen. So, hoffentlich klappt es diesmal. Ich würde gerne noch die zweite Welt abhaken, aber das reicht dann auch. Würde ich mal sagen. Ach, der Mist. Na komm, na komm, na komm, na komm. Oh, gut, 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 gut. So, hier bin ich. Habe ich hier vorhin gefailt? Ne, hier, das habe ich geschafft. Ja, das hatte ich geschafft. Da, okay. Ich bin anscheinend bei diesen Gumbas oder so gestorben. Hier gab es bestimmt einen One-Up. Ja, hier gab es einen One-Up. Wenn man den ersten Koopa direkt weggeschossen hätte man einen One-Up bekommen. Nein! Ich wusste es. Was war das? Oh! Wie viel Glück kann man haben? Wie viel Pech kann man haben? Ich würde mal sagen, ich springe jetzt einfach. Ach, genau! Ah, stimmt. Ich weiß, was man hier machen. Und hier hätte ich einen One-Up abbekommen können. Ach nee, doch ne. Hätte gar nicht gereicht. So, okay. Ich habe halt Angst, hinten runter zu fallen. Reicht das schon, um da hochzukommen? Nee, niemals.
So, also ich sag's mal so, dass. Also ich beende das jetzt. Ich glaube nicht, dass ich noch so weit komme bis in Welt. Ja, bis in Welt 3. Glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Und dann bis zum nächsten Let's Test.